Herzlich willkommen, liebe Rubbelfreunde, zum Rewe-Rubbellos-Video. Und zwar ist es ja gerade so, dass Rewe, was ein Supermarkt ist, das dürfte eigentlich hinlänglich bekannt sein, Rubbellose ausgibt, wenn man da für mindestens 10 Euro einkauft. Bei diesen schönen Rubbellosen kann man was gewinnen. Zwei unterschiedliche Sachen kann man gewinnen. Einmal Einkaufsgeld. Wenn wir hier diese Sonne freirubbeln und da stehen dreimal der gleiche Betrag, dann haben wir den als Einkaufsgutschein gewonnen. Und weiterhin kann man hier eine Reise gewinnen. Dann müssen wir diesen Koffer hier freirubbeln. Darunter steht ein Code und den muss man dann online eingeben. Wir schauen uns in diesem Video die ganzen Sonnen hier an. Den Code werde ich dann auch aufrubbeln und eingeben, da ich auch so eine Reise gewinnen will. Ich habe insgesamt 20 Rewe-Rubbellose und ich bin sehr gespannt, ob wir einen Einkaufsgutschein hier uns jetzt errubbeln. Wir legen die mal an die Seite und fangen einfach mal mit dem ersten Los an. Okay. Oh, 6 Beträge sind es insgesamt und wir brauchen ja dreimal den gleichen Betrag. Es ist relativ klein geschrieben. Und hier haben wir jetzt nicht dreimal den gleichen Betrag. Okay, es lässt sich relativ leicht rubbeln im Vergleich zu den Rubbellosen, habe ich gerade festgestellt. So, lala. Jo, hier haben wir auch nichts gewonnen. Okay. 18 Chancen haben wir noch, Rubbelfreunde. Ich bin mal gespannt, ob wir hier überhaupt was rausholen. Das hier ist wieder eine Niete. So ein Einkaufsgutschein wäre schon schön. Ich kaufe eigentlich relativ oft im Rewe ein, weil es gleich hier bei mir um der Ecke ist. Auch wieder eine Niete. Und so sind dann auch die Lose natürlich zustande gekommen. Hin und wieder kriegt man dann auch manchmal, wenn man für einen Zehner einkauft, 2 Lose geschenkt. Das ist auch sehr nett. Okay. So, jetzt will ich aber mal... Es ist doch schon wieder nichts. Es ist wieder nichts. Gut. Aber es ist ja auch noch nicht aller Tage Abend und nicht alle lose gerubbelt. 2020, nix. So, da geht's Schlag auf Schlag. Aber auch eine Niete. Auch wieder eine Niete, eine 5 oder eine 10 hat gefehlt. Oder nur 10.000. 10.000 Euro Einkaufswert, das wäre natürlich bombastisch. Auch wieder eine Niete. Also mit einem Gewinn rechne ich eigentlich schon noch, wenn ich ehrlich bin. Da muss noch was kommen. Also 5 Euro, so wie es aussieht, ist 5 Euro der kleinstmögliche Gewinn. Nee. Auch nur zweimal die 5, zweimal die 100. Hoppala, jetzt fällt es mir auch noch aus der Hand. Aber... Ist leider hier kein Gewinn. Wie viele Lose haben wir denn gerade eigentlich noch? Wie viel haben wir jetzt gerubbelt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lose haben wir noch. Das ist jetzt gar nicht mehr so viel. Steht hinten aber auch, glaube ich, nichts von Gewinnwahrscheinlichkeiten drauf, wenn ich mich nicht verschaut habe. Gucken wir uns das hinten nochmal an. Ne, von Gewinnwahrscheinlichkeiten steht nichts drauf. Ist auch wieder eine Niete. Nix dreimal das gleiche.
Aber es ist eine schöne Idee von Rewe mit den Rubbellosen. Die werden auch sehr gut angenommen, habe ich festgestellt, als ich an der Kasse stand und gewartet habe. Die Lose sind heiß begehrt. Heißer als die Sticker für irgendwelche Pfannentöpfe oder Steck. Ja, oh, leider nichts. Sind wir schon beim letzten Los? Und das ist leider auch eine Niete. Naja, schauen wir uns nochmal diesen Code hier an, wie der aussieht. Okay, so sieht der aus. Den gebe ich dann ein. Ja, was halt immer... Ich habe jetzt hier 20 Lose. Ich meine, das geht ja noch, 20 Mal hier die Codes einzugeben. Hat natürlich dann auch die Chance, eine Reise zu gewinnen. Das ist natürlich dann auch schön. Aber da muss man sich auch ein kleines bisschen für Zeit nehmen. Gut, was ist das Fazit? Nichts gewonnen aus 20 Losen, kein Einkaufsgutschein. Aber ich finde, das ist eine schöne Idee von Rewe hier mit diesen Losen. Ja, außer was gewinnen, das wäre schon cool. So ein 5 Euro Einkaufsgutschein. Naja, die Aktion läuft noch bis zum 4.2. Vielleicht kriege ich bis dahin nochmal ein paar Lose zusammen, die wir dann nochmal gemeinschaftlich hier wegrubbeln werden. Gut, liebe Rubbelfreunde, das ist hier eine riesige Sauerei, habe ich gerade festgestellt noch. Ja, macht's gut. Ich hoffe, die Rubbellose hier haben euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und dann wird das jetzt hier eingegeben und wird sich halt die Reise abgeholt. Ist da auch okay. Macht's gut.